Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim Online-Wochenmagazin Freiburg am Mittag. Hier einige Meldungen und Filme aus Freiburg. Am 47. Regionalwettbewerb Jugend musiziert haben die Teilnehmer, Schüler und Schülerinnen der Musikschule Freiburg hervorragend abgeschnitten. In den Solowertungen für Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass und Klavierbegleitung errangen 11 Teilnehmer Preise. Bei den Ensemblebewertungen für Klavier und Holz oder Blechblasinstrument, Klavier, Kammermusik und alte Musik gab es 21 Auszeichnungen. Waldhaus Freiburg gratulierte am 10. März Bürgermeisterin Gerda Stucklick, Vorsitzende des Vereins Musikschule Freiburg, und Musikschulleiterin Ulrike Goldau den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern. Für ihre Leistungen bekamen alle eine Urkunde und ein Geschenk. Im Mai 2010 eröffnet die Weltausstellung in Shanghai. Erstmals in der Geschichte der Expo haben die Städte die Möglichkeit, sich in einem gesonderten Bereich mit eigenen Beiträgen zu beteiligen. Mit dem Quartier Vauban wurde Freiburg als Best-Practice-Beispiel für nachhaltige Stadtentwicklung vom Koordinationsbüro der Expo ausgewählt. Als eine von mehr als 50 Städten präsentiert sich Freiburg im Breisgau in China als Teil der weltweiten Bewegung nachhaltiger Städte. Gemeinsam mit der Stadt Freiburg stellt die FWTM, die für die Organisation des Ausstellungsbeitrages verantwortlich ist, am 12. März 2010 die Freiburg-Präsentation zur Expo Shanghai vor. Oberbürgermeister Dieter Salomon sowie erster Bürgermeister Otto Neideck und die FWTM-Geschäftsführer Dr. Bernd Dallmann und Klaus Seilnacht standen als Gesprächspartner zur Verfügung. Die Mitglieder der Kreativgruppe und die Expo-Sponsoren und Partner waren ebenfalls anwesend. Die Freihochschule für Grafikdesign und Bildende Kunst Freiburg in der Haslacher Straße 15 zeigte in einer Ausstellung am 13. und 14. März die Abschlussarbeiten von 28 Studenten. Auf der Vernissage am Freitag, 12. März, wurden die Teilnehmer der Abschlussklassen in den Bereichen Grafikdesign, Screen- und Webdesign sowie Bildende Kunst für ihre Leistungen ausgezeichnet. Das anwesende Publikum zeigte sich äußerst interessiert und besuchte alle Ausstellungsräume in mehreren Stockwerken. Nach 37 Jahren als Traditionsmesse Camping-Freizeittouristik wurde nicht nur das Design dieser beliebten Messe für die ganze Familie und für alle aktiven, sportlichen und gesundheitsbewussten Messebesucher in Südbaden frisch aufgelegt, auch inhaltlich präsentiert sich die CFT, die Freizeitmessen, dem Freiburger Publikum mit verschiedenen Neuerungen. Oberbürgermeister Dieter Salomon eröffnete am Samstag, 13. März, die traditionsreiche Messe. Beim anschließenden Rundgang konnte man sich über das außergewöhnliche Angebot informieren und sogar mal ein Modell selber steuern. 9 Tage dauert die Messe Caravan und Outdoor mit einem umfangreichen Angebot an Caravans, Reisemobilen, Zelten, Campingzubehör sowie Outdoor-Bekleidung, Sport- und Freizeitartikeln. Die Einbeziehung der beliebten Messe, Modellbau am ersten Wochenende, war neu. Auf einer Ausstellungsfläche von über 8500 Quadratmetern waren hier Modelle aus verschiedenen Bereichen wie Flugzeuge, Schiffe, Autos, Hubschrauber, Drachen, Eisenbahn und vieles mehr zu sehen. Sehr verehrte Damen und Herren, das war's für heute. Wir freuen uns wieder, wenn Sie zuschalten. Bis nächste Woche.